Willkommen zu Let's Play Project Zero 3 Part 2. Mann, so viele Zahlen und ich habe hier viel zu viele Kabel. So, mal anders hinsetzen hier. Ja, im letzten Part haben wir gerade die Kamera aufgehoben und die hat uns irgendein komischer Geist oder so gegeben. Ah, da unten können wir jetzt sehen, Filmtyp 14. Ja. Dieser Geist war irgendwie hier hinter und ich habe ein bisschen Angst, dahin zu gehen. Guck mal eben, ob wir schon genug Punkte haben. Der Film ist alt. Der Film ist modrig. Wir nehmen jetzt mal den Billigfilm. Warum ist die schon ausgerüstet? Hä? Hier sind ja schon Geistersteine drin. Also Geisterkugeln meine ich. Ich raff's nicht. Na, ist egal. Gucken jetzt mal dahinter. Die Oberfläche des Paravents ist abgeblättert. Ich kann die Reste von etwas erkennen, das nach einer Kiefer aussieht. Im Schrank liegen einige Geräte zum Färben. Na, was liegt hier? Nix. Ich guck mal gerade, ob die... Oh, damit macht sie ein Foto. Gut. Ups. Ah, damit kann ich den Film wechseln. Ob sie irgendwie so eine schnelle Drehung machen kann oder so. Ah, mit L2, seht ihr das? So dreht sie sich normal. Mit L2, hui, dreht sie sich schneller. Gut zu wissen. Gleich kommt bestimmt der erste Geisterkampf. Kurz nachdem man die Kamera gefunden hat, kommt der immer. Dieser Gang ist gruselig. Und was bimmelt hier? Die Türpaneele sind kaputt und ich kann hineinsehen. Der Raum ist groß und mehrere Lichter leuchten, doch die Ecken sind dunkel und schwer einzusehen. Ja, danke, Ray. Das wollte ich wissen. Ein Guckloch wurde in die Wand gemacht. Das Geräusch kommt offenbar von hier. Stell dich vor das Loch und drücke die X-Taste, um hindurchsehen zu können. Möchten wir das? Ich möchte das nicht. Oh, zu spät? Ja, zu spät. Schade. Es vibriert. Und seht ihr da unten die Geisteranzeige? Da ist jemand oder etwas. Aber wo? Ich gehe jetzt mal hier ganz langsam um die Ecke. Weint die oder lacht die? Hier rot, aber das ist doch eine Wand. Hier ist doch niemand, oder? Was war jetzt das? Muss ich nicht verstehen. Hier gleich, go away. Ich bin hier, um dich zu retten, wer immer du bist. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, oder? Komme ich hier irgendwo rein? Nee, merkwürdig. Dann gehe ich da wieder raus. Oh Gott, das ist die von vorhin. 1000 Punkte. Muss ich da jetzt wieder hin? Nee, ne?
komme da ja eh nicht hin. Ist egal, wir gehen jetzt erstmal hier wieder raus. Ich werde schon noch einen anderen Weg finden. Boah, zu früh. Also ich meine jetzt nicht zu früh vom Zeitpunkt her, sondern ich war zu weit oben mit der Kamera. Verdammt. Offenbar sind sie alle kaputt. Ich sehe keine noch ihre ursprüngliche Form hat. Ich weiß nicht, was sie als erstes gesagt hat, aber ich glaube, es war nicht wichtig. Da steht eine seltsam geformte japanische Truhe. Offenbar sind einige der Türen verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Was ist mit den anderen? Türen? Ja. Vielleicht kommen wir ja jetzt hier hinten durch die Tür. Nein, immer noch versiegelt. Mit aller Macht, was immer das heißt. Ich will jetzt mal hier unten noch mal gucken, ob unter der Treppe irgendwas ist. Auf der Tonne liegt ein Stein, der so groß ist wie ein Menschenkopf. Es riecht nach Farbe. Vielleicht ist hier jemand, hat hier jemand irgendwas gefärbt. Ja, das kann gut sein. Mehr ist hier nicht. Schade. Oh nein. Wen denn? Ich habe niemanden gesehen. Und jetzt stehen die direkt vor ihr, wetten. Oder auch nicht. Schade, Wette verloren. Okay, doch gewonnen. Rei, hinter dir. Hallo, umdrehen. Boah, jetzt die... Ja, ja. Boah. Boah. Mein Controller reagiert irgendwie etwas schleppend. Ich weiß auch nicht warum. Fuck, zu spät. Boah, wie das vibriert, ey. Okay, wo sind die jetzt? Okay. Ich muss mal meinen Ring abmachen. Das rumst da so gegen. Ich weiß nicht, ob die hiermit auch irgendwie geknipst werden können, wenn der Film noch nicht rot ist. Überhaupt. Ne, zu spät. Jetzt kommen die von da. Ja, die Kämpfe dauern jetzt etwas länger, weil ich den Billigfilm benutze. Aber ich muss ja sparen. Fuck, zu spät. Ja, ja. Sehr gut. Oh, okay, ich kann auch so knipsen. Habt ihr diese Punkte gesehen um die Linse? Oben, unten, links und rechts? Wenn die leuchten oder so, dann heißt das wohl, dass, liegt da was? Nö.
Dann heißt das wohl, dass der sich auflädt oder so. Sieht man jetzt hier nicht, aber war gerade so. Aber wenn hier Geister waren, heißt das doch, dass ich hier richtig bin, oder? Ah, ich war richtig. Die haben wir doch vorhin schon gesehen. Hey, würdest du bitte da weggehen? Everything okay? I heard you cry out. I was worried. You've been having so many nightmares lately. What? I'm fine. But I just had a bad dream. Ja, schwarz. Ah. War es alles nur ein Traum? Also, ich stehe lieber auf. Ah, wir haben eine Akte. Tätowierte Frau und Bluterguss erscheint. Notizbuchnutzung, bla bla. Wir haben hier Ereignisse, Ort und Leute. Der Bluterguss erscheint. Ich hatte Schmerzen in den Schultern, als ich aufwachte. Kurz dachte ich, einen Bluterguss zu sehen, aber als ich aber genau hinsah, war dort nichts. Alles nur ein Traum. Das verlassene Haus. Mir fehlte die Muße, viel über den Ort herauszufinden, bevor ich hinging. Ich wusste nur, dass es dort spuken sollte.
Was steckte hinter diesem seltsamen Tagtraum, den ich im Haus im Schnee hatte? War ich nur erschöpft vom Unfall lediert? Sind die Gerüchte wahr? War er wirklich da? Das Haus des Schlafes. Die Hausruine, die ich im Traum in der Nacht nach meiner Vision während der Arbeit durchwanderte. Irgendetwas daran erinnert mich an das Geisterhaus, in dem ich Yu sah. Es war zu real für einen Traum. Tagträume, Visionen. Vielleicht bin ich nur müde. Leute, Yu Aso. Mein Verlobter. Er schrieb über Volkskunde, Philosophie und Anthropologie. Im Studium lernten wir uns kennen. Er war ganz anders als ich. Ruhig, gütig, ein sanfter Regen. Wie eine weiche Dusche, die alles sauber wäscht. Er starb vor 2 Monaten in einem Verkehrsunfall, von mir verursacht. Miku Hinasaki, die jüngere Schwester von Yus Freund. Sie lebt jetzt bei mir und ist meine Assistentin. Ich kenne ihren Bruder nicht. Yu sagte mir, dass sie jemanden durch einen Unfall verlor. Sie ist mir bei vielen Sachen, auch außerhalb der Arbeit, behilflich. Sie ist fröhlich und arbeitet hart. Ich weiß nicht, wie ich das alles ohne sie geschafft hätte, nachdem Yu gestorben war. Ah, das heißt, Mafuyu, also Mikus Bruder, ist mit Yu befreundet gewesen. Interessant. Aber seid ihr nicht beim Unfall verloren? Die tätowierte Frau. Der Körper der Frau, die mir im Traum vor dem Haus erschien, war von blauen Tattoos bedeckt. Sie kam näher und ich rannte fort, bevor ich wusste, was geschah. Ich kann mich nur daran erinnern, in tiefer Angst verfallen zu sein. Ich fühle immer noch ihre kalten, stechenden Finger auf meinem Rücken und auf den Schultern. Es ist schwer, an einen Traum zu glauben. Ich erfinde immer Wörter, die da gar nicht stehen. Mutter und Tochter. In meinem Traum trugen Mutter und Kind altmodische Kimonos. Sie suchten nach jemandem und riefen mit trauriger Stimme nach ihm. Wer sind sie denn? Ja, das wüsste ich auch gerne. Auf dem Schreibtisch liegen ein Skizzenbuch und ein Terminkalender, den Miku für mich gemacht hat, damit ich meine Aufträge nachvollziehen kann. In einer Seitenecke steht ein handschriftlicher Hinweis: Arbeite nicht zu viel. Vielleicht habe ich seit jenem Tag zu viel gearbeitet. Auch zur Zeit ist es mir lieber so. Ja, klar, wenn man jemanden verliert, ist es gut, sich in die Arbeit zu stürzen. Wir gucken jetzt hier noch kurz um und dann mache ich einen Cut. Es gibt kein Band, das ich jetzt anhören möchte. In diesem Regal sind meine Fotobücher und Zeitungen. Die meisten Fotobücher hat Miku für mich gekauft. Sie hat ein gutes Auge für diese Dinge, aber die meisten habe ich nicht mal angeschaut. Die Kamera auf dem Regal benutze ich jetzt nicht mehr. Früher habe ich die Kamera gern benutzt, damals als ich nur zum Spaß fotografierte. Ja, was haben wir da? An die Wand sind einige Arbeiten von mir befestigt. Es sind jetzt mehr Landschaftsaufnahmen als früher. Ich bin momentan nicht bereit für Aufträge, bei denen ich Menschen fotografieren muss. Ach, Rei. Ganz schön traurig. Meine Kleidung wurde achtlos in den Schrank geworfen. Ich war noch nie sehr ordentlich. Und wenn ich mir nicht viel Mühe gebe, sieht es schnell so aus wie jetzt. Miku hat hier offenbar noch nicht reingeschaut. Sie hätte das nie so liegen lassen. Ich möchte auch so eine Miku zu Hause haben. Guckt die auch hier rein? Oder guckt die nur links rein? Ne, die guckt nur links rein, okay. Soll er nicht. Es ist jetzt wieder unsere normale Kamera, sieht so aus. Ja, bevor wir jetzt hier das Schlafzimmer verlassen, mache ich kurz einen Cut und dann geht's gleich weiter.